Wir befinden uns in einem kleinen Städtchen. Die Hitze des Tages hat nachgelassen und die Sonne steht bereits tief am Himmel. Jetzt strömen die Menschen wieder durch die Gassen und kommen auf den Plätzen zusammen, um zu feiern, zu musizieren, zu tanzen und ihre Lebensfreude miteinander zu teilen. Offensichtlich sucht die Tänzerin einen Tanzpartner. Ah, hören Sie auf, der ankommende Reiter und Pferde. Vielleicht findet sich unter Ihnen ein Tanzpartner für unsere Tänzerin. Und schon wirft der erste Reiter um die Gunst der Tänzerin. Wenn sie ihn erhält, wird sie ihm eine Rose überreichen. Aber was ist das? Sie tanzt ja mit dem Pferd. Kann man es ihr verdenken, bei so viel kraftvoller Schönheit dieser Tiere? Offensichtlich sucht sie einen vierbeinigen Tanzpartner. Wen wird sie wohl erwählen aus dieser prachtvollen Schar? Ich bin der Rose über meine Rose.
Doch im Stolz gekränkt, wenn als der Besitzer das Pferd den Händen der Tänzerin. Wird das nächste Paar mehr Erfolg haben? Auch dies ist wohl nicht der passende Tanzpartner. Ach, wer ist denn das? Vom Temperament des Pferdes betrieben, sucht die Tänzerin groß bei einem Glas Sherry. Das Interesse des Reiters galt gar nicht hier, sondern der schönen Gomera. Heute will er nicht, ne? Chiquita konnte mit ihrem Charme überzeugen und gewinnt das Herz der Tänzerin.